für mich ist einfach das Entscheidende, dass ich nicht der Einzige bin, der in der ersten Reihe steht. Wenn ich ausfalle, muss das, ich sage mal, muss der Zug weiterfahren. Und deswegen können Sie sicher sein, wenn wir eine ganze Reihe von guten und namhaften Personen in den ersten Reihen vorfinden. Und wo sieht Hans-Georg Maaßen eigentlich seine Rolle? Mehr in der Opposition? In der knallharten Opposition, auch das haben Sie ja in Ihrer Rede gesagt, Sie wünschten sich mehr Nein, Nein, Nein und haben dafür auch großen Applaus bekommen. Oder sehen Sie sich mehr in der Rolle des Mehrheitsbeschaffers für das andere, ähnlich wie es in einem Dreiparteiensystem in den 70er, in den 80er Jahren, 60er Jahren die FDP war? Also ich setze nie auf Platz, sondern immer auf Sieg. Und ich habe nicht vor, in meinem Alter mit 61 Jahren, der als Ministerialbeamter sehr, sehr oft im Bundestag gesessen hat, in den Bundestag zu gehen oder in einen Landtag zu gehen, um nur Opposition zu sein. Das Entscheidende ist, dass man regiert. Nur in der Regierung kann man das Land verändern, kann man Politik gestalten, nicht in der Opposition. Deswegen setzen wir auf Regierung im Land wie im Bund. Aber wir sehen uns auch nicht als Mehrheitsbeschaffer. Wir sehen uns als eine Partei, die ihre Programmatik durchbringen will. Und da sage ich, jeder ist eingeladen, uns zu unterstützen. Ob es die AfD ist, die CDU, die FDP oder, ich sage mal, wenn ein lichter Moment für die da ist, vielleicht auch die SPD oder die Grünen sind eingeladen, mit uns Politik zu gestalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir machen das. Schätzen Sie eigentlich Ihre Chancen ein zwischen CDU, CSU, zwischen Freien Wählern und AfD? Also man liest ja sozusagen in den letzten Tagen von 5% bis 15%, wenn es um das Potenzial geht, glaube ich, hat Insa gesagt, 15% könnten sich vorstellen, eine Maaßen-Partei zu wählen. Wie schätzen Sie und die Ihren eigentlich die Chancen ein bei den Landtagswahlen in diesem Jahr? Ja, Sie haben gerade Zahlen von Insa aus der vergangenen Woche genannt. 5% der Bundesbürger sagten, sie würden eine Werteunion-Partei oder eine Maaßen-Partei sicher wählen. 15% können sich vorstellen, eine solche Partei zu wählen. Und das, muss ich sagen, ist schon ein großartiges Zeugnis, ein großartiger Vertrauensvorschuss, denn wir existieren noch gar nicht. Und wir hatten uns zuvor auch gar nicht politisch exponiert als eine Partei, die wirklich auch antreten will. Also wir sehen, dass wir schon großes Potenzial haben in der bürgerlichen Mitte dieser Gesellschaft, die unzufrieden ist mit der Ampelpolitik, die unzufrieden ist mit der Märzunion, die keine wirkliche Opposition betreibt, sondern eine Opposition im Sozialismus mit diesen neosozialistischen Parteien ist. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Platz im Parteiensystem finden werden. Und nicht nur im System finden werden, sondern auch am Regierungstisch.